Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Long time no see. Meine Abwesenheit, sowohl hier bei YouTube als auch bei Instagram, war ich auch nicht so aktiv in der letzten Zeit mehr, weil ich eventuell höchstwahrscheinlich mit Sicherheit die letzten 2-3 Wochen für eine Klausur gelernt habe und Termine sogar verschoben habe, weil ich in Ruhe und nicht so gestresst sein wollte. Und diese Klausur wurde dann einen Tag vorher abgesagt, den Abend vorher. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich darüber war, nicht? Ich habe so viel Zeit dafür geopfert, ich hätte die Zeit in andere Sachen investieren können. Aber naja, was soll's, aber das ist eine der Ursachen, warum in der letzten Zeit keine Videos von mir kamen. Aber I'm back, und zwar auch mit dem liebsten eurer Videos, und zwar einem Haul. Ich habe mal wieder zugeschlagen und ich habe wieder sehr schöne Sachen gefunden. Es ist heute alles Mögliche dabei. Ich habe mal mich ein bisschen gewagt an Farbe. Wir haben Kleider, wir haben was Süßes, wir haben was Schickes. Figurbetonte Sachen sind auch dabei. Sachen, eine glaube ich. Aber ja, wenn ihr wissen wollt, was ich mir so in der letzten Zeit gegönnt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich durfte mir mal wieder, vielen lieben Dank dafür, 4 Sachen bei Shein aussuchen. Und die werde ich euch zuerst einmal zeigen. Wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich sie zeige. Mir wurden sie lediglich kostenlos zugesendet. Okay, wir haben jetzt zuerst einmal etwas Süßes, was ich nicht so häufig in meinem Kleiderschrank finde. Also so girly-mäßig, finde ich. Weil wir haben hier so ein schönes Kleid mit Blumenmuster. Das fällt auch ganz schön. Ich fand generell den Schnitt schön. Und dann haben wir hier halt nur ein Ärmel und es ist auch so ein Ballonärmel. Ich fand die Farbe so schön und mit dem Blümchen eigentlich total süß, gerade wenn man abends oder generell mal irgendwo draußen abends was essen geht oder halt auch mittags oder so. Dafür fand ich das echt süß und ich finde, es sieht auch echt schön aus. Also ich habe das bereits anprobiert. Die Größen sowie die Links zu den einzelnen Kleidungsstücken findet ihr wie immer in der Infobox. Hier habe ich mich für S entschieden und es sitzt auch sehr gut, fand ich echt cute. Dann habe ich mir etwas in dieser Farbe gekauft. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mir was in der Farbe kaufen würde, aber ich fand, es sah so schön aus. Und dann habe ich mir auch gedacht, probieren wir es in der Farbe. Das ist Off the Shoulder. Ich liebe solche Oberteile generell. Die Ärmel sind ein bisschen voluminöser und die sind auch relativ lang. Aber ich finde das sehr schön. Ich mag das total gerne. Das Oberteil ist echt wirklich schön. Also es hätte eine Nummer größer sein können, weil ja, der Bereich ist vielleicht ein bisschen eng. Aber es bedeckt noch alles gut genug. Ich kann es tragen und ich finde es super schön. Ich finde das Oberteil richtig, richtig schön einfach. Gerade wenn man ein bisschen gebräunt ist und dann was Grünes, sieht halt richtig cool aus. Ich hätte es jetzt auch gerne für das Video angehabt, aber ich wollte euch das zeigen. Ich hätte es trotzdem anziehen können. Egal. In welcher Größe habe ich das bestellt? In M. Ich glaube, da hätte bei mir auch locker eine L gepasst. Aber das geht ja auch deswegen. Man könnte es, glaube ich, sogar auch über die Schulter ziehen. Geht das? Weiß ich gar nicht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, finde ich vor allem auch schön in Kombination mit einem weißen Jeansrock, habe ich es anprobiert. Oder halt auch in Kombination mit Blau, mit Denim. Sieht das richtig schön aus. So, dann kommen wir zum nächsten Kleid und ich fand den Schnitt so schön. Und es ist eine etwas knalligere Farbe. Und zwar ist es dieses Kleid. Ich finde es vom Schnitt her wieder richtig schön. Also man hat wieder diese Ballonärmel, es ist hochgeschnitten diesmal. Und hier am Ende ist das halt so gerafft und hat noch so Schnüre. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich muss sagen, es ist mir an der Taille, glaube ich, ein bisschen zu groß. Und ja, am Bein so. Könnte es auch ein bisschen enger sitzen. Hier guckt eine Naht raus. Aber egal, die kann man abschneiden. Ja, ich fand es einfach schön und diesen Schnitt fand ich so toll. Wenn es ein bisschen heller wäre, so ein bisschen mehr Pastell, würde es mir, glaube ich, noch besser gefallen. Es ist halt schon eine sehr auffallende Farbe, aber dennoch finde ich es voll cool, das Kleid. Und das werde ich auch definitiv tragen. Ich finde es einfach richtig cool. Das gab es zum Beispiel auch noch in Lila und in Hellblau. Ich denke mal, das Hellblau wird auch nicht ganz so hell sein, sondern auch so ein bisschen ja, leuchtender sein. Aber fand ich voll schön. Und dann habe ich mir noch einen Rock bestellt und der sitzt sehr gut. Also der ist schon fast ein bisschen zu eng. Ich glaube,
voll gegessen passe ich da wahrscheinlich nicht rein. Aber ich finde den so schön, der hat ein richtig schönes Muster, ist halt kariert. Und auch die Farbe, ich liebe Nude und so beige Farben. Und das Coole an dem Rock ist, der hat zum einen hier so einen kleinen Schlitz, das fand ich auch sehr schön. Der hat eine Hose drunter. Also er ist halt echt wirklich knapp, aber innen ist halt so ein, ja, wie eine Hose. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Ich glaube, ich werde das angezogen zeigen. Deswegen kann da eigentlich auch nichts passieren. Den habe ich mir in der XS bestellt. Ich hatte erst Sorge, weil der andere Rock, den ich mir mal gekauft hatte, im vorletzten Haul, der schwarze, war ja total groß, aber der passt wie angegossen. Genau, dann haben wir eine Sache, die für etwas kältere Tage ist und dann haben wir den Rest noch Sommersachen. Aber ich habe mich, es geht um einen Mantel. Ihr wisst, bei Mäntel und bei Jacken kann ich nicht Nein sagen. Also das ist echt meine Schwäche. Und zwar ist das so ein Trenchcoat, so ein richtig großer, breiter. Und der ist so unfassbar schön. Ich habe mich verliebt, als ich den gesehen habe. Er ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen. Er ist halt einfach wirklich oversized. Und gefällt mir richtig gut. Ist halt in so einem Cremeton. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Achso, der ist von Pull&Bear. Und ich glaube, der hat 60 Euro kostet ungefähr. Ich lasse mich nicht lügen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch nur noch an zwei Sachen die Preisschilder dran. Deswegen. Aber der ist der Wahnsinn, Leute. Ich liebe diesen Mantel. Dann habe ich hier ein Kleid, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da wurde ich auch mehrfach angeschrieben. Und zwar ist es dieses hier. In einem, ja, braun, braun-beige. Finde ich auch total süß. Es ist halt länger geschnitten und hat halt eine Knopfleiste. Ihr könnt da dann ja auch ein bisschen Knöpfe aufmachen, wenn ihr wollt, dass das Bein ein bisschen mehr rausschaut. Und das kann man halt unter der Brust ungefähr, nee, taillemäßig kann man das zuziehen. Finde ich auch total schön, wenn man da noch einen Pullover über die Schultern legt und dann noch Sneaker dazu. Ihr wisst Bescheid. Ja, dann habe ich mir bei Primark noch so eine kurze Leggings Radlerhose mitgenommen in Grau. Ich habe die bereits in Schwarz, in Khaki, in Weiß. Ja. Und dann habe ich noch eine Graue mitgenommen. Kann man auch immer unter Kleider und so ganz gut anziehen. Deswegen durfte die mit und die hat auch nur 3 Euro gekostet. Dann, wer meinen letzten Haul gesehen hat, ich bin von etwas so begeistert gewesen. Und zwar von diesem Bademantelkleid. Ich hatte das ja letztes Mal in Weiß gehabt. Und jetzt habe ich es noch in Rosa mitgenommen, weil ich es so süß fand. Und das ist so praktisch, wenn man duschen war, einfach tschuk, einmal anziehen. Sieht auch voll süß einfach aus. Ich fühle mich damit immer richtig wohl. Meine Mama und ich laufen fast nur noch hier im Haus und auch im Garten mit diesen Kleidern rum. Genau, das hat 8 Euro gekostet. Diesmal habe ich es mir sogar in der XSS mitgenommen. Das letzte Mal war, glaube ich, SM. Also 34, 38. Aber ich wollte, dass man hier oben das doch ein bisschen enger machen kann. Genau. Dann noch ein Kleid von Primark. Und als ich das gesehen habe, konnte ich es auch nicht hängen lassen. Ich musste es sofort mitnehmen. Und zwar ist es so ein ja, Bodycon-Kleid. Das ist halt in so Baumwolle und gerafft. Und zwar hat das so einen V-Ausschnitt. Hinten ist es auch ein bisschen höher geschnitten. Genau, und hat unten noch so einen längeren Schlitz. Finde ich super, super schön. Hatte ich auch schon an. Habe ich, glaube ich, auch gepostet. Und genau, das habe ich mir in der Größe 34, 36 mitgenommen. Ist auch Stretch, also ja. Und super schön. So, dann habe ich mir noch eine Culotte mitgenommen. Und die fand ich auch so toll, weil die Farbe, Leute, die Farbe, die hat mich einfach gecatcht. Genau, die hat so ein, ich weiß nicht, wie man den Stoff nennt, aber das ist so ein bisschen, ihr seht ja den Stoff. Habe ich auch bereits getragen, ist super bequem. Ich finde generell, Culottes sind auch super schön und luftig und kann man eigentlich fast nichts mit falsch machen. Deswegen, ja, die habe ich von Pull&Bear, war die sogar im Sale? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich habe keine Ahnung mehr. Genau, und dann kommen wir zu der letzten Sache. Die habe ich auch von Pull&Bear. Da bin ich in letzter Zeit echt fündig geworden. Und die Sache habe ich hier doppelt sogar. Es handelt sich um eine Shorts. Ich war schon richtig lange auf der Suche nach einer guten Shorts. Das ist jetzt so eine Momfit Shorts, welche zeige ich euch. Ich habe die in 2 Größen mitgenommen, damit ich die anprobieren kann.
Die eine muss ich noch zurückbringen. Ich habe eine 34 und eine 36. Ich behalte aber, glaube ich, die 34. Aber die 36 hat eine schönere Waschung. Also die ist ein bisschen heller. Und das Coole ist an der Shorts, die ist halt hochgekrempelt. Ihr könnt das Ganze aber auch runterkrempeln. Und dann habt ihr sowas wie so eine... Naja, ich glaube, Radlerhose ist zu kurz, aber ihr seht es ja, glaube ich, auch im Video. Genau, über die Errungenschaft war ich auch richtig happy und ich glaube, die hat auch nur 20 Euro gekostet. Sitzt halt ein bisschen lockerer, aber an der Taille sitzt sie schön eng und deswegen. Genau, das war es auch schon mit den Sachen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Kleidungsstücken haltet. Sagt man das so? I don't know. Ich habe Bauchschmerzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Videowünsche könnt ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben. Ich bin dabei, die Videowünsche abzuarbeiten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!